Lied. Kleiner Nachtrag zum letzten Video. Ich hatte ja in meinem letzten Video zum PC gebastelt im Wohnzimmer, hatte ich ja so einen Desktop-Hintergrund und den habe ich mir so ein bisschen angepasst. Den Link dazu hatte ich euch zwischenzeitlich schon mal gepostet auf meiner Kanal-Startseite. Also wer meinen Kanal abonniert hat, hat den Link schon, findet ihr in den Kommentaren auf meiner Startseite den Download-Link zu dem Bild. Und zwar haben wir ja gehabt in meinen Videos, gucken wir mal, 2012, das, ne, so sah der Desktop dort aus. Und den habe ich mir dann noch so ein bisschen angepasst, ne, dass der so ein bisschen anders aussieht, ne, vorher, nachher. Ah, hier sieht man, das war so eine glänzende, spiegelnde Fläche und jetzt sieht das ein bisschen anders aus mit kleineren Effekten. Jetzt zeige ich mal kurz, wie ich das gemacht habe. Und zwar öffne mit GIMP. Ich nehme jetzt mal das Bild, das habe ich jetzt gerade da. GIMP gestartet und dann das Bild Filter und dann Kanten finden. Kanten. Gibt es eine Vorschau. Okay sagen und dann sieht es in etwa so aus. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, mit den Farben über Kurven die Farben anzupassen. Ja, diese Kurven könnt ihr einzelne Punkte auf der Farbkurve definieren, die ganze Kurve verbiegen und das Ganze so einstellen, wie es euch gefällt. Gut. So einfach kann man das dann anpassen und dann auch wieder speichern. Dadurch kriegt ihr solche Effekte. Ich sag mal, okay. Gut. Dann habe ich noch eine weitere Ebene hinzugefügt. Ebene, eine neue Ebene. Hintergrund, meinetwegen weiß, dann umgefärbt in schwarz mit dem Füllwerkzeug. Zack, in schwarz. Die Ebene nach hinten geschoben, hinter den Hintergrund, den eigentlichen Hintergrund. Das Bild. Ebene, Transparenz, Farbe zur Transparenz. Und zwar das Weiß geändert in schwarz. Dann wird diese Ebene transparent. Jetzt sieht man die neue Ebene, die ebenfalls schwarz ist, durch. Ich klicke die neue Ebene an, nehme das Pinselwerkzeug, nehme den Pinsel, der heißt Sparks, mache den größer und kann dann solche Effekte machen mit den Punkten. Bleibe ich länger über eine Stelle, sieht das ganz pfiffig aus. Ja, folge dann so ein bisschen den Linien des Originalbildes. Aber die Sparks werden jetzt hinter das Originalbild, das ja transparent ist, gemalt. Ich bin also auf der Ebene, die dahinter liegt, die ursprünglich schwarz war. Die liegt hinter dem Hintergrund, der transparent ist. Und so habe ich dann diese Effekte gekriegt. Hier vorne mache ich es ein bisschen größer, weil es dann optisch näher ist. Und da hinten kleiner. Und so könnt ihr das dann machen. Gut, dann habe ich noch mit Compass die Einstellung von der Transparenz eingestellt. Und zwar haben wir Transparenz, Opacity, Brightness and Saturation. Da habe ich dann zum Beispiel den Compass Config Einstellungsmanager so eingestellt, dass der schon mal gar nicht transparent ist, damit ich überhaupt noch was einstellen kann. Habe den ganz nach oben sortiert. Alle Fenster, Typ Normal, habe ich auf 86%, habe ich ganz nach unten sortiert, so dass alle Ausnahmen, zum Beispiel GIMP ist nicht transparent, Firefox ist nicht transparent, alles, was ich nicht durchsichtig haben will, kann ich hier oben hinzufügen. GCrell-M ist so ein Systemmonitor, den starte ich jetzt mal kurz. Der erscheint hier, ne? Das ist GCrell-M, Systemmonitor, sieht so aus. Und den habe ich dann auf 61%, dass der standardmäßig 61% transparent ist. Neue Sachen könnt ihr mit neu hinzufügen, den Window-Titel aussuchen und entweder sagen, das ist eine Fensterklasse oder ein Fenstertyp, ja, oder ein Fenstertitel, könnt den dann auswählen mit dem Fadenkreuz. Zum Beispiel klicke ich da drauf, habe ich CCSM Compass Config Settings Manager. Könnte den hinzufügen, könnte dann, Achtung, hier auf jeden Fall eine Zahl größer 0 einstellen, sonst ist die Anwendung gar nicht mehr zu sehen, schließen. Gut, und jetzt ist CCSM zum Beispiel ganz zuletzt einsortiert. Das bringt jetzt natürlich dann nichts, weil der Typ Normal ist da drüber, der wird zuerst abgearbeitet und außerdem hatte ich CCSM schon mal.
könnte ich jetzt nach oben schieben, ja. Jetzt ist das weiter oben einsortiert, noch weiter oben, noch weiter oben, noch weiter oben, noch weiter oben. Und jetzt erst wird es transparent, weil das zweite dann nicht mehr so wichtig ist. Gut, jetzt lösche ich das wieder, kommt wieder das hier zum Zuge, ist das wieder transparent. So. Wir sind Linux. Virenscanner ist nutzlos. Oder wie war das mit dem Cube? Waren das die Borg? Naja, ist ja egal. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.